Ich bin Alex von Voice of CNC und wir sind hier auf dem AMB-Stand 2024 von DMG Mori. Und an meiner Seite ist der Herr Dr. Neun. Herr Dr. Neun, ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihre Hallo. Zeit. Herr Dr. Neun ist der CSSO von DMG Mori. Und eine Besonderheit an Ihrem Stand ist, dass dieser Stand durch ein großes X unterteilt ist in vier Bereiche. Warum ist das so? Ja, gute Frage. Das X sind die vier Quadranten auf unserem Messestand, die die Machining Transformation repräsentieren. Das sind die vier zentralen Säulen: Prozessintegration, Automation, Digitalisierung und die grüne Transformation, die Green Transformation. Das klingt wirklich hervorragend und Sie sprachen gerade grüne Transformation an. Inwieweit wirkt sich das auf die Maschineneffizienz aus? Das wirkt sich natürlich ganz direkt auf die Maschineneffizienz aus, dadurch, dass wir unsere Maschinen eben so bauen, dass unsere Kunden die Maschinen mit weniger Energieeinsatz betreiben können. Ja, das dokumentieren wir auch ganz, ganz klar, indem wir die Einsparungspotenziale unserer Maschinen auch ausdifferenzieren und ausweisen und eben auch sagen, wie viel CO2 damit eingespart werden kann. Wir realisieren das, indem wir die Maschinen einerseits über die Steuerung effizient betreiben, Thema Green Mode und auch Auto-Shutdown, sodass eben die Maschinen nicht unnötig im Betrieb sind, aber vor allen Dingen auch darüber, dass wir effiziente Komponenten einbauen in die Maschinen, die eben besonders energieeffizient sind. Und aber eben auch, und da kommt dann das Thema Prozessintegration mit rein, die Maschinen so aufbauen, dass die Kunden besonders energieeffiziente und insgesamt effiziente Prozesse auf unseren Maschinen laufen lassen können, die natürlich dann auch auf die grüne Transformation einzahlen. Auch das super. Also, und Sie sprachen vorhin auch das Thema Automation an und ich sehe ganz viel. Inwieweit spielen Automationslösungen eine Rolle beim Thema Machining Transformation? Ja, also das Thema Automation hat ja über die letzten Jahre dramatisch an Relevanz gewonnen und ich würde eigentlich sagen, dass heute für jedes Unternehmen in der Zerspanung das Thema Automation relevant ist. Ja? Und wir haben das als eine zentrale Säule unserer Machining Transformation, eben unter anderem deswegen, und wollen damit und holen damit ja, unsere kleinen Kunden ab, indem wir eben wirklich einfache Automationslösungen, die sie schnell anwenden können, niederschwellig in die Produktion einbringen können, bis hin zu wirklich den ganz komplexen Automationslösungen, die Sie hier im Hintergrund sehen, wo wir auch wirklich große Fertigungsstraßen vollautomatisiert betreiben können für unsere Kunden. Prima, das ist wirklich fantastisch. Und genau das wollen wir uns im Podcast mit dem DMG Mori noch ganz intensiv anschauen. Und deswegen freue ich mich darauf, den Podcast bei Ihnen im Hause zu machen. Voice of CNC guckt hinter die Kulissen. Herr Dr. Neun, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.